Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind heute in den Kartoffeln unterwegs und wollen euch eine neue Maschine vorstellen, die wir am Testen sind. Es geht um eine Maschine, die die Kartoffelkäfer absammelt von den Stauden. Es ist eine Maschine, die Rotoren hat, wo es drehende Lappen dran hat. Und die Lappen, die gehen durch die Stauden hindurch, schütteln die Käfer und die Larven des Kartoffelkäfers herunter. Sie prallen gegen eine Plane und fallen dann in ein Auffanggefäß, in ein Schiffchen, wo sie relativ gut drin bleiben. Und so bekommen wir mechanisch diese Kartoffelkäfer und Kartoffelkäferlarven aus den Kartoffelflächen hinaus. Es gibt bisher die Spritzung mit biologischen Insektiziden. Das funktioniert relativ gut. Wir haben zum Beispiel das Novodor. Aber man sieht es hier am Beispiel von diesem Feld. Hier wurde behandelt, eigentlich zum richtigen Zeitpunkt. Und trotzdem haben wir hier relativ große Larven. Die Spritzung hat nicht ganz so gut gewirkt. Es war etwas viel Sonneneinstrahlung, das das beeinträchtigt hat. Und gegen so große Larven wie hier, da wirken diese biologischen Insektizide nicht mehr. Das heißt, wir haben hier ein Problem, das wir normalerweise nicht mehr in den Griff bekommen. Und deshalb ist diese Maschine, die wir hier testen, interessant. Man hat relativ viel abgesammelt, aber trotzdem hat es noch einige Käfer dran. Also ich bin nicht ganz überzeugt jetzt von diesem ersten Resultat auf dieser Fläche. Man sieht aber, dass diese Stauden schon relativ groß sind beim Reihenschluss, dass die eher ein ausladendes Kraut machen und dass hier die weniger stark geschüttelt werden. Wir sind auch in kleineren Stauden gefahren, in einer aufrechten Sorte. Und da sieht man, dass der Effekt schon viel besser ist. Also das sind alles Beobachtungen, die wir machen müssen. Wir sind jetzt beim zweiten Einsatz dieser Maschine und wir werden jetzt auch Auszählungen machen. Also wie viele Larven sind vorher und nachher drauf. Wir werden auch Flächen versuchen, die ganze Saison nur mit dieser Maschine quasi zu behandeln oder die Kontrolle da so zu machen. Und werden dann sicher Ende Saison erste Schlüsse ziehen können, für welche Einsätze eignet sich diese Maschine, wo hat sie eher Defizite, wo könnte ihr potenzielles Einsatzgebiet in Zukunft sein und so weiter. Sobald wir die genauen Resultate haben, werden wir euch das in den Kommentaren verlinken, das heißt, ihr werdet das dort finden. Wenn ihr auch Beobachtungen habt oder Einschätzungen oder Fragen zu dieser Maschine, schreibt es uns doch in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt darauf und werde gerne antworten.